miteinander leben in Frieden. Jetzt ist er aber fertig. Schade, dass es keiner von euch erleben wird. Ja, dafür trinken die ersten Menschen. Weil der Wein gar kein Wein war, sondern Gift. Aber nein. Der ist ja auch böse. Böse. So. Tötet jeden, der zu entkommen sucht. Ja. Jetzt will er uns auch noch töten. Klettern wir mal hier drauf. Diesen Tipp hatten wir ja bekommen. Von unserem Informanten Heinz. Einmal nach da und... Lass mich mal. Ui, das war schmerzhaft. Steh auf. So, nochmal hier drauf. Einmal so. Blub, blub, blub. Dann werden wir schon mal wieder oben. Und jetzt hier rüber. Und nicht ohne erwischt zu werden von irgendwelchen Typen, die uns ansagen wollen. So. Und jetzt brauchen wir nur noch zu diesem dicken Kerl kommen. Was nicht ganz so einfach werden sollte. Oder doch. Man weiß es nicht. Man findet es heraus. Ja, falsch. Alter, ich kenne den Weg nicht. Okay, jetzt kenne ich ihn. Einfach mal geradeaus und ein Stück nach rechts und da ist er schon. Irgendwo. Wow, nicht sterben. Das wäre nicht schön gewesen. Und wie ich das mache? Bleib stehen, Alter. Zack, erwischt. Du bist tot. Ruht in Frieden. Und ich Ihre Worte können nun keinen Schaden mehr anrichten. Warum habt ihr das getan? Weil du böse bist. Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt. Gabt es für einen unbekannten Zweck. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an. Meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk. Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache. Um mein Gewissen. Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits. Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltaten? Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen, überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute? Wir ähneln uns sehr. Nein, wir ähneln uns nicht. Ach, aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt. Nö, ich zweifle gar nicht. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir werden die neue Welt erschaffen. Never ever, Kollege Aller. So, oh mein Gott. Jetzt müssen wir wieder zu unserem Kumpel da hinten beim Assassinenzeichen. Um 200 Metern sind wir da. So, dann müssen wir aber noch eine nächste Verfolger eben abschütteln, denn sonst lässt er uns nicht rein und macht die Tür einfach zu. So nach dem Motto, du kommst hier nicht rein und bist tot, weil ich dich nicht mag. Ja. Das macht der eiskalt, deshalb klettern wir erstmal hier hoch, um den Dächern in unserem Element zu sein. So, zack, zack, zack. Na ja, warte mal, das schaffen wir schon. Look. Wie die mich hier auch nicht sehen können, ganz ernsthaft. Oder dass die hier nicht reinstechen, das fand ich in Assassin's Creed 2 schon besser. Aber gut. Die laufen jetzt einfach mal vorbei, wenn alles glatt läuft. Und auf diesen Dachgärten sind ja gar keine Pflanzen. In diesen Dachgärten, besser gesagt, nicht auf. So, die Dachgärten sind auf Dächern. Wow. Das war jetzt weltbewegend, das wusste... Oh mein Gott. Das wusste noch niemand, dass Dachgärten auf Dächern stehen. Und den Namen haben sie auch nicht, deshalb, weil die auf Dächern stehen, überhaupt nicht. So. Aber gut.
Ich schweife ab. Zeigt euch! Das war nicht schlau. Haltet euch fertig. Wie konnte ich nur hier drunter fallen? Lasst ihn nicht entkommen. So ich. Aber gut, einmal hier drauf. So, dreh dich um. Spring. Ich will nicht sterben. Please. Lasst mich in Ruhe. Der bösen Kerle. Ich will doch nur entkommen. Ich habe euch nichts getan. Ich habe nur euren Führer getötet. Damals seid ihr froh. Keiner weiß, was mit damals gemeint ist. Verliert ihn nicht! So, gut. Hier kommt der zum Glück dran, denn sonst werden wir ziemlich am Arsch. Und ab in die Dachgärten ohne Blumen. Oder auch nicht. Du wirst aber nicht entkommen! Kein Problem, Kumpel. Ich zeig dir, dass ich vor dir entkomme. Oder dir entkomme, besser gesagt. Einfach mal hier drüber und dann. Nochmal hier drüber und dann siehst du mich schon nicht mehr und dann kletter ich einfach hier deinen Namen springen. Tja, so einfach wie das, Kumpel. Und du denkst, ich entkomme dir nicht. Du bist ja so doof. Du bist noch nulliger als ich. Du bist ein nulliger Noob-Noob. Und ich bin nur ein nulliger Noob. Jetzt habe ich dich voll fertig gemacht. Und einmal drüber. Möglichst ohne entdeckt zu werden. Alles klar, das funktioniert ja schon mal. Und jetzt hier drüber. So, dann wären wir auch schon da. Dring einmal durchs Dach rein, wie der Weihnachtsmann. Ho, 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 ich bringe dir Geschenke, mein Sohn. Hallo, Geschenke sind da. Die Kunde eures Erfolges kam mir zu Ohren. Abul Nukuts Tyrannei wurde beendet. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Der hat eine blühende Fantasie, Alter. Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht. Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Ja, ich werde hören.